Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Es geht um eine Krimireihe und vielleicht verfolgt ihr diesen Kanal ja schon länger, dann wisst ihr, von wem die Rede ist, wenn ich sage Jackie Dupont. Für alle anderen erkläre ich das natürlich gleich. So, aber vorher muss ich gerade den rechtlichen Kladderadatsch ab. Reißen. Also hier irgendwo steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch Bücher zeige und das könnte unter Umständen eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr jede Menge Links, zum Beispiel auch zu dem ersten Teil und zu dem zweiten Teil von Jackie Dupont. Und also da habt ihr dann einen Link zu dem Video und ihr findet halt nochmal die ganzen Bücher verlinkt zu Amazon. Dort sind wir im Partnerprogramm. Wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente und ihr unterstützt somit den Kanal. Vielen Dank. So, dieses Buch war ein Rezensionsexemplar. Rezensionsexemplare dürfen wir behalten. Wir dürfen darüber sagen, was wir denken. Wir bekommen also keine Vorgaben und wir dürfen das Buch behalten. So, und jetzt bin ich transparent. Ich gehe jetzt zum Tod am Canal Grande, ein Fall für Jackie Dupont. Das ist der dritte Teil einer Reihe. Wenn ihr das noch nicht kennt, stelle ich euch gerade mal die Hauptprotagonisten vor. Ihr habt halt Jackie Dupont. Sie ist eine Spezialdetektivin, spezialisiert auf Diamanten und Klunker. Und ihr habt halt Kit. Das ist die Abkürzung von Christopher. Er ist einer der reichsten Männer der Welt. Er hat seine erste Frau auf der Titanic verloren, ja, weil er so ein Schürzenjäger war. Ist sie halt vor ihm geflohen und dann ist das passiert. Fatalerweise hat Jackie eine große Ähnlichkeit mit dieser Frau und er ist sich nie ganz sicher, ist das seine erste Frau Diana oder aber hat Jackie Dupont überhaupt nichts damit zu tun. Das ist für ihn ganz schwierig und ich verrate es euch auch nicht. Das müsst ihr schon selber rausfinden. Ja, der Tod am Canal Grande, ganz klar, es geht nach Venedig. Es ist das Jahr 1921. Kit ist dabei, in einer Kapelle oder in einer Kirche halt Gemälde zu restaurieren. Er freut sich sehr darauf. Bald irgendwann kommt seine Jackie an, die ist gerade unterwegs. Ich glaube, sie war in Ägypten und er wartet halt schon auf sie. Er ist untergekommen im Haus von einem Konsul. Ihr habt es also auch immer mit richtig interessanten Leuten zu tun. Diesmal ist es ein Konsul, dazu gehört noch ein, ich glaube, er ist Kardinal. Also es ist schon alles ein bisschen hochkarätiger, alles ein bisschen schöner. Es ist halt die Welt von Luxus, in der sich Jackie Dupont halt aufhält. Ja, dann kommt noch ein Konkurrent, der mal irgendwann was mit Jackie hatte, ein Deutscher, ein Baron ist er, der auch sehr interessant ist, aber auch sehr, sehr gefährlich. Egal, irgendwann ist Jackie da, aber kaum ist Jackie da, gibt es auch eine Tote, die spurlos verschwindet. Und das ist die erste, die halt stirbt. Ist es wirklich die Freundin oder eine Ex-Geliebte von Kit, die jetzt beseitigt wurde? Oder ja, was ist mit der Frau passiert? Das ist also der Einstieg in diesen Krimi. Ich muss sagen, es ist, und das ist das Tricky daran, es ist auf der einen Seite eine Krimi-Klamotte, wie die Autorin so schön gesagt hat, oder eine Krimi-Komödie. Auf der anderen Seite sind die Fälle wirklich sehr gut durchdacht, sehr, sehr spannend. Also mir gefällt auch gerade der Krimi-Aspekt immer absolut. Am Anfang war ich ja ein bisschen allergisch auf Jackie Dupont, weil sie eben alles kann und weil das völlig überzogen ist. Jetzt nehme ich das schon lange mit Humor und ich hatte diesmal wirklich meinen Spaß. Denn Jackie Dupont hat einen Hund, der ist mindestens genauso talentiert wie sie selber. Und ich weiß, es ist vielleicht gar nicht so fröhlich, aber wenn ihr selber einen Hund habt oder ihr habt schon mal diese lustigen Videos auf YouTube gesehen, wo Hunde anfangen zu singen, in Anführungsstrichen, wenn irgendwelche Lieder abgespielt werden, das passiert hier halt auch, denn die Gondoliere singen auch mal gerne O Solo Mio und ja, ratet, wer da gerne einsteigt, das ist der Hund. Und der ist sehr stolz auf seine Gesangskünste, weil er ja mal bei Caruso Gesang studiert hat. Jackie hört das aber überhaupt gar nicht gerne. Und es ist leider, wie es ist. Wenn er erstmal singt, dann
singt er. Ja, das fand ich also absolut lustig. Ansonsten ist das wirklich ein sehr spannender Krimi. Es geht auch um Doppelagenten, um eine geheime Liste. Ihr kommt an die schönsten Orte in Venedig, also tolle Palazzos. Ihr habt auch ein Wahnsinns Grand Hotel. Ihr fahrt mit Jackie halt auch zum Lido, das ist ja nochmal so eine vorgelagerte Insel, wo grandiose, mega schöne Hotels auch sind, ein Wahnsinns-Sandstrand und das alles von Im Charme vom Jahr 1921. Ja, also wenn ihr an so etwas interessiert seid, dann habt ihr auf der einen Seite halt den Spaß und auf der anderen Seite noch einen ernstzunehmenden Krimi. Mir hat das wieder sehr, sehr gut gefallen und vor allen Dingen Jackie hat eine große Neuigkeit für Kit. Ja. Mehr verrate ich jetzt aber wirklich nicht. So, ich muss sagen, ich werde auch beim vierten Teil wieder dabei sein. So gut hat es mir diesmal wieder gefallen und es hat sich seine 5 Sterne wirklich verdient. So, jetzt kommen wir zu ähnlichen Büchern. Eins ist verschütt, das wird Sina euch gerade einblenden. Jetzt komme ich nicht auf den Titel. Egal, ihr seht es jetzt, ja. Es geht jedenfalls auch um Venedig und es geht um einen Kuss, der unter einer Brücke gegeben wird mit dem Versprechen, dass man sich niemals trennt oder dass man sich immer lieben wird. Ja, aber irgendwann will man das vielleicht nicht mehr und dann ist es vertrickst und vertrackst, so einen Fluch halt zu brechen. Ja, das ist, glaube ich, von Alexandra Potter. Ich fand das damals auch recht amüsant. Wir haben es euch ja eingeblendet. So, ein anderer Titel ist von Eva Völler, Zeitenzauber. Das ist ein sehr, sehr schönes Jugendbuch, Die magische Gondel. Hier geht es halt auch nach Venedig. Es geht um eine Gondel, die in andere Zeiten fahren kann, um diese venezianischen, sind es die, ja, ich glaube, das sind ja diese Masken und solche Sachen. Es war auch sehr, sehr spannend und hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist eine Reihe von Eva Völler. Den zweiten Teil habe ich auch noch gelesen, da geht es dann nach Paris. Den dritten noch nicht, der steht immer noch aus. Aber eine schöne Reihe, wo man auch noch ein bisschen Geschichte dazu bekommt. Ja, ach so. Das fand ich hier übrigens auch wieder toll. Es gab für mich ganz viel zu entdecken. Ich habe mir diese ganzen Sachen angeguckt, weil die Hotels und so weiter gibt es wirklich. Und von daher hat das eben doppelt Spaß gemacht. Ja, das war übrigens ein Rezensionsexemplar. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, doch, habe ich. Ich habe es getan. Ich weiß es, dafür habe ich mir noch einen Strohhut aufgesetzt. Also, wenn ihr euch für das Video interessiert, dass es zu dem Buch schon von uns gibt, findet ihr das auch unten. So. Das war es diesmal von mir für euch. Habt ihr noch interessante Venedig-Bücher? Ich bin ja immer noch hinter, wenn die Gondeln Trauer tragen, hinterher. Ich traue mich da noch nicht so ganz ran. Der Film hat mich damals sehr verschreckt, aber vielleicht gondelt das Buch ja mal an mir vorbei. So, das war es jetzt aber endgültig. Macht es gut. Viel Spaß. Bis dann.